Ja, Wiebke Esther hier beim Bundesparteitag der SPD in Berlin. Direkt gewählte Abgeordnete aus Bielefeld. Was erwarten Sie hier heute vom Bundesparteitag? Was ist das für eine Richtungsentscheidung für Ihre Partei? Ja, ich glaube, es wird ein Parteitag, der so spannend ist, wie wir es, also wie ich es noch nicht erlebt habe, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr haben, weil es wirklich eine Richtungsentscheidung geben wird. Wir kommen jetzt gerade aus den Vorbesprechungen. Die NRW-Delegation tagt auch gerade noch. Es wird natürlich vor allem darum gehen, wie gehen wir jetzt mit der Erwartungshaltung oder den Vorschlägen, ob man in eine große Koalition geht oder nicht. Und wir haben einen Leitantrag vom Parteivorstand, der sagt, ergebnisoffene Gespräche. Und es gibt jetzt verschiedene Änderungsanträge und die müssen wir jetzt nochmal sortieren und gucken, weil ergebnisoffene Gespräche wird von einigen befürwortet. Es gibt aber eine große Skepsis und vor allem auch das große Begehren oder das Anliegen der Mitglieder hier zu sagen, es darf keinen Automatismus geben, sondern es muss eine wirkliche Basisbeteiligung geben, die nicht in der Gruppe sehr skeptisch gegenübersteht. Sie sagten, es war schon große Koalition, das ist sozusagen das Wort, was man nämlich sagen darf. Jetzt sind Sie als Unterbezirksvorsitzende Bielefeld aufgerufen an ein Votum Ihres Unterbezirks beim Sonderparteitag. Da wollen Sie sich auch dran halten. Genau, also das haben wir ja absichtlich so gemacht, dass wir eine Woche vorher diesen Sonderparteitag durchgeführt haben, weil dieser Sonderparteitag uns dann als Regierung, das sind drei Stück aus Bielefeld, die Möglichkeit gibt zu sagen, was gibt uns unsere Basis denn auch. Und wir haben gesagt, Minderheitenregierung favorisieren wir, große Koalition schließen wir aus, Neuwahlen wollen wir nicht, aber haben wir auch keine Angst vor. Und das nehme ich natürlich mit und das werden wir dann im Abschlusszeiten auch.